Mit Jupster Picker können Sie aus Ihrem fertigen Video beliebig viele Bilder ausschneiden. Sobald das Video durch den vollautomatischen Schnitt zur Verfügung steht, erhalten Sie eine Nachricht per Mail. Klicken Sie auf QR-Code, so können Sie sich das dazugehörige QR-Code herunterladen und ausdrucken oder für eine weitere Bearbeitung in Broschüren bzw. Fotos verwenden. Über den Link Video Snapshots mit QR-Code erzeugen gelangen Sie direkt in den Jupster Bildgenerator. Stellen Sie sich im Video an die für Sie geeignete Position. Klicken Sie dann entweder direkt auf Snapshot oder wählen Sie die Option mit QR-Code und dann auf Snapshot, um ein Bild in Ihrer Liste aufzunehmen. Wenn Sie Ihre Bilder ausgewählt haben, klicken Sie auf Snapshot per E-Mail zusenden, um die Bilder per E-Mail zu erhalten. Sie erhalten eine E-Mail, in welcher Sie über den Link Video Snapshots die gewählten Bilder in einer ZIP-Datei, also als Archivdatei, erhalten. Sie können diese Datei entweder direkt auf der Festplatte speichern oder gleich direkt öffnen, um die Bilder anzeigen zu können. Sollten Sie kein entsprechendes Programm zum Öffnen vorgeschlagen bekommen, gehen Sie bitte auf http://www.7-zip.de und laden Sie sich das Programm herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Mit dem Kommando Entpacken speichern Sie die gesamten Bilder auf Ihrer Festplatte.